14 Tage lang ohne feste Nahrung. 2 Monate ist es jetzt her, als ich das erste Mal in meinem Leben gefastet habe. Das Ganze nach dem Heilfasten nach Buchinger System, nenne ich es mal. Und für diejenigen, die diesen Kanal hier länger verfolgen, ich habe seinerzeit während des Fastens bereits ein Video dazu gemacht. Ich werde das hier oben verlinken, entweder hier oder hier. Und das war währenddessen. Und jetzt habe ich kürzlich einige Nachrichten bekommen von euch, die gefragt haben, Patrick, was ist denn jetzt passiert? So, das Ganze ist jetzt 8 Wochen her. Ist dein Gewicht wieder nach oben gegangen, wie bei so einem Jojo-Effekt? Ist es weiter gesunken oder stagniert? Was sind mit deinen anderen Ernährungsgewohnheiten? Bist du zurückgefallen in alte Muster? Konntest du neue Ernährungsgewohnheiten irgendwie etablieren? Ist sonst irgendwas passiert? Und ich dachte mir, Mensch, wenn ich noch nie in meinem Leben gefastet hätte, wäre das auch ein interessantes Video zu gucken von jemandem, der das erste Mal fastet, wie sich das langfristig für ihn auswirkt. Und deshalb sitzen wir jetzt hier und ich freue mich, dass du dir das Ganze ansiehst. Vorab möchte ich aber sagen, wenn du eine klinisch-medizinische Expertise willst, einen fachmännischen Rat, dann gibt es wunderbare Experten im Internet, zum Beispiel Buchinger selbst, die haben eine Klinik, ich meine unter anderem in Bad Pyrmont, wo man auch hinfahren kann und vor Ort sein Heilfasten absolvieren kann. Die haben einen Wahnsinns-Track-Record von mehreren Jahrzehnten Erfahrung damit, die können dir jede Frage fachmännisch beantworten. Was ich hier machen möchte, ist lediglich meine subjektive Erfahrung mit dir teilen hier und sagen, was es bei mir ganz persönlich verändert hat. Ich werde dir unter anderem einen Screenshot einblenden von meinem Gewicht, wie sich das verhalten hat vor dem Fasten, während dem Fasten und nach dem Fasten und was dann damit passiert ist und werde dir berichten, wie ich mich jetzt langfristig damit fühle, ob ich dir raten würde, das vielleicht auch mal zu probieren und ob ich es selber überhaupt nochmal machen würde. Beginnen möchte ich mit dem Screenshot, mit meinem Gewicht. Ich denke, das ist für viele so der spannendste Punkt auch. Und ich blende das hier mal ein und du siehst schon, dass es hier einen ziemlichen Berg gab in der Mitte, ne, eine ziemliche Kurve nach oben. Und das hing primär damit zusammen, dass Lockdown war dann letztes Jahr, die Fitnessstudios hatten zu, ich muss es anders sagen, es korrelierte damit, dass Lockdown war und die Fitnessstudios zu hatten. Der primäre Grund war, ich habe mich nicht schnell genug angepasst. Ich habe mein Home Gym oder kein Sport von zu Hause etabliert. Ich habe mich genauso ernährt wie vorher, aber mich nicht mehr bewegt. Es war absehbar, was dann mit meinem Gewicht passieren wird. Also nicht der Lockdown ist schuld, sondern ich bin schuld. So ist es wesentlich treffender formuliert. Und dann kam noch dieses Fest dazwischen, was wir jedes Jahr am 24. Dezember feiern und dann kam eins zum anderen. So, auf jeden Fall siehst du, hier ist eine riesige Kurve und dann habe ich mit dem Fasten begonnen und entsprechend ging es dann wieder bergab. Und ich glaube, ich habe in Summe dann 6 oder 7 Kilo verloren während des 14-tägigen Fastens und das war natürlich nett, aber wichtig ist mir zu sagen, das war nicht der Grund, warum ich gefastet habe. Mir war natürlich klar, dass das ein Nebeneffekt sein wird, ein positiver Nebeneffekt. Ich würde lügen, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Aber ich glaube, dass es sogar ganz wichtig ist, dass das nicht der primäre Grund ist. Und du siehst auch auf dem Screenshot, dass ich mein Gewicht danach so gut wie gehalten habe. Ich habe es sogar noch ein bisschen reduziert. Und nach den Studien, die ich mir angesehen habe, ist das keine Seltenheit. Viele, prozentual gesehen, die fasten, halten danach ihr Gewicht oder nehmen weiter ab. Es gibt aber auch welche, die danach wieder zunehmen. Und ich glaube, von denjenigen, die nach dem Fasten wieder an Gewicht zunehmen, ist der Hauptgrund, dass sie mit der Intention ans Fasten gegangen sind, einfach nur abnehmen zu wollen. Und die Herausforderung ist, wenn wir fasten, weil wir abnehmen, oder wenn wir eine Diät machen, weil wir abnehmen, das ist in dem Moment dasselbe in Grün, dass wir aus mentaler Sicht ein Ziel haben, wir wollen 5 Kilo verlieren, 10 Kilo verlieren und jetzt gehen wir mental in den Verzicht. Wir machen etwas, was wir eigentlich gar nicht wollen vielleicht, auf Alkohol verzichten, auf Süßigkeiten verzichten, auf Schokolade oder irgendwas verzichten, was wir eigentlich gerne essen und
dann ziehen wir das durch und sehen auch, okay, auf der Waage passiert was, wir nehmen ab und dann haben wir die 5 Kilo verloren und dann kippt aber mental ein Schalter und es heißt, jetzt darf ich ja wieder. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, jetzt darf ich wieder, passiert Folgendes. Der bekannte Jojo-Effekt tritt ein. Das ist das, was im Volksmund als Jojo-Effekt bekannt ist. Und das ist die Folge davon, dass dieser Schalter kippt, dass wir sagen, okay, jetzt darf ich ja wieder essen. Und das gilt es zu vermeiden. Und das können wir primär dann vermeiden, wenn wir nicht auf etwas verzichten, um abzunehmen, sondern wenn wir ganz bewusst gesünder und bewusster uns ernähren wollen, weil wir etwas für unsere Gesundheit tun wollen oder für unseren Körper und oder unseren Geist. Und wenn wir das machen, dann ist der entscheidende Faktor dahinter, dass der Schalter, wenn wir abgenommen haben, nicht wieder kippt und wir verfallen in alte Muster, sondern es gibt keine alten Muster mehr, weil wir uns ganz bewusst aus einer neutralen Position heraus für die neuen Gewohnheiten entscheiden. Und das, was hier vielleicht so ein bisschen wie Wortklauberei klingt, ist ein ganz elementarer Punkt. Bei mir persönlich war das so. Ich habe gemerkt, dass sich in den letzten Jahren auch wieder ein paar Sachen eingeschlichen haben, die ich eigentlich nicht wollte. Ich war wieder ein bisschen zu viel im Kalorienüberschuss, habe wieder etwas zu viel industriellen Zucker zu mir genommen, Fertigprodukte und wollte mal ausprobieren, wie es sich bei meinem Körper verhält, wenn ich auf Gluten verzichte bzw. das reduziere. Und das waren für mich so die Zielsetzungen, mit denen ich persönlich ans Fasten herangegangen bin. Und das konnte ich dann danach auch für mich tatsächlich etablieren. Das heißt, für mich war das Fasten ein wunderbarer Schritt, um von null an einmal komplett runterzufahren und von null an mit den neuen Gewohnheiten dann wieder zu starten. Beim Fasten selbst habe ich, und das wird wahrscheinlich auch noch interessant sein für dich, trotzdem unglaubliche Erfahrungen gemacht. Du wirst vielleicht in dem Video hier schon merken, dass ich so ein bisschen euphorisiert wirke. Und das deckt sich auch definitiv mit dem, was du wahrnimmst, weil nach dem 5. Fastentag, nach dem 5. oder 6. Fastentag, war ich wie high. Ich war unglaublich euphorisiert, ich war konzentriert, ich habe mich weniger leicht ablenken lassen. Ich weiß noch, dass ich das eine Mal im Sommer im Park saß, im Schneidersitz auf einer Bank, ich glaube für eine halbe Stunde, und ich bin aufgestanden und normalerweise ist es, wenn ich eine halbe Stunde auf einer harten Bank saß, im Schneidersitz, dass die ersten Meter so ein bisschen, ja, als wenn meine Beine so irgendwie eingeschlafen wären, und ich bin aufgestanden und konnte direkt losgehen. Ich war beweglicher als vorher. Wenn ich mich gedehnt habe, bin ich viel weiter runtergekommen. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich im Büro saß und festgestellt habe, wie konzentriert ich auf einmal bin. Und das war auch eine der interessantesten Erfahrungen für mich, dass ich, obwohl ich dachte, ich bin viel unkonzentrierter, weil ich mental den ganzen Tag ans Essen denke, genau das Gegenteil der Fall war. Ich habe gar nicht ans Essen gedacht und war viel fokussierter. Das waren zwei Erfahrungen während des Fastens noch, die für mich unglaublich spannend waren und was nachhaltig mich noch beeinflusst hat, ist, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich mich eigentlich in den letzten Jahren mental vom Essen habe versklaven lassen. Ich dachte immer, wenn ich gefrühstückt habe oder wenn mal eine Mahlzeit ausgefallen ist, oh, ich muss ja noch irgendwas essen, und dann fingen meine Gedanken an, sich nur noch ums Essen zu drehen und ich konnte mich kaum noch konzentrieren bei der Arbeit oder ähnliches. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie robust unser Körper eigentlich doch ist, was wir wirklich eigentlich abkönnen und wie gut unser Körper eigentlich angepasst ist evolutionär, um mit solchen Situationen überhaupt umgehen zu können. Und das war auch eines der Ziele, mich so ein bisschen von der Sklaverei der Ernährung zu befreien im mentalen Sinne, dass sich mein Kopf zum Teil die ganze Zeit nur ums Essen dreht.
ums Abendessen, um Mittagessen, was mache ich wann, wie bereite ich was zu. Und das waren die Aspekte, die mir persönlich am krassesten aufgefallen sind. Ich war mental fitter, körperlich fitter und war komplett konzentriert und meine Gedanken haben sich überhaupt nicht ums Essen gedreht. Was dann passiert ist im Nachhinein, ist, dass sich dieses Gefühl noch eine ganze Zeit lang gehalten hat. Es ist, ich glaube, bestimmt 4 Wochen noch so gewesen, fast wie beim Fasten. Das heißt, es war nicht so, dass ich das Fasten gebrochen habe und sofort mich wieder gefühlt habe wie vorher, sondern dieses Gefühl hat noch eine ganze Zeit lang nachgewirkt, sehr intensiv. Und ich möchte auch behaupten, dass es jetzt, 2 Monate später, immer noch spürbarer ist, also immer noch spürbar ist, als Unterschied im Vergleich zum vor dem Fasten. Und deshalb kann ich für mich persönlich resümierend sagen, dass das Fasten definitiv nicht bei einer einmaligen Erfahrung bleiben wird, sondern im Gegenteil, mich hat das Ganze so nachhaltig beeindruckt auf so einer tiefen Art und Weise, dass ich für mich sagen kann, dass Fasten als festen Bestandteil in meinem Leben zu integrieren. Ich werde das 2-mal im Jahr machen, von nun an. Voraussichtlich, da habe ich mich noch nicht genau festgelegt, in etwa jeweils 14 Tage. Ich werde es auch mal länger ausprobieren. Vielleicht wird es auch mal nur eine Woche sein, aber im Schnitt werden es wahrscheinlich 14 Tage sein. Und ich bin unglaublich dankbar für die Erfahrung auf ganz vielen Arten und Weisen. Wenn das für dich jetzt eine Sache ist, wo du sagst, okay, und das macht Sinn für mich. Ich möchte es nicht primär machen, um einfach nur Gewicht zu verlieren, sondern es gibt ganz viele Ernährungsgewohnheiten auch, wo ich weiß, das könnte ich optimieren und würde das gern vielleicht als Schnittstelle nehmen, um dann von null an neue Gewohnheiten in Bezug auf Ernährung in meinem Leben zu integrieren. Dann ist das Fasten, denke ich, ein wundervolles Werkzeug, um genau das zu tun. Das heißt, ich persönlich kann es jedem empfehlen. Es gibt mittlerweile etliche Studien, die auch die gesundheitlichen Benefits und auch die mentalen Benefits vom Fasten weitestgehend erfasst haben, was das mit uns machen kann, was es körperlich auch macht aus medizinischer Sicht. Ich werde schauen, dass ich hier in der Videobeschreibung noch die eine oder andere Quelle verlinke, dass, wenn das interessant für dich ist, dass du da nochmal nachforschen kannst. Und ansonsten, wenn du dazu konkrete Fragen hast, schreib die gerne wie immer hier unten in die Kommentare und ich werde dann darauf reagieren und wir werden dann schauen, dass wir da zusammen irgendwie eine Lösung finden für dich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal, klick daneben auf die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video am nächsten Sonntag. Bis dahin, mach es gut. Adios.